Wir leben immer im Jetzt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein und zwar mal ein Video von Eckhart Tolle in Deutsch. Ja, ich mag Eckhart Tolle sehr. Eckhart Tolle ist ein krasser Mann, der sehr viel verstanden hat und der auch sehr viel über das Bewusstsein, über das Hier und Jetzt und Meditation redet. Ein Thema, mit dem ich mich selber in den letzten anderthalb Jahren sehr viel auseinandergesetzt habe und was mir sehr geholfen hat, wieder ein glücklicheres, zufriedeneres, freieres Leben zu führen. Deswegen habe ich mir gedacht, ziehen wir uns das Video mal rein, gucken wir mal, was er hier erzählt. Und zwar heißt das Video, wir leben immer im Jetzt. Eckhart Tolle, Deutsch. Yes. Da gehen wir jetzt rein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Let's go. Don't ever play yourself. So. Bester Mann, Digga Eckhart, ich schwöre, der sieht ein bisschen aus wie ein Maulwurf, gell? Der ist voll süß, ich liebe den. Und ich schlage vor, wir beginnen mit, ich würde es nicht nennen eine Meditation, sondern nur, wir beginnen damit, uns bewusst zu werden des jetzigen Momentes. Wichtig, wichtig. Und dann vielleicht fragt sich hier jemand, sind wir nicht immer uns des jetzigen Momentes bewusst? Natürlich, wir leben immer im jetzigen Moment, das ist... Aber wir sind halt nicht immer da. So, ne? Wir schweifen halt oft ab in die Vergangenheit oder in die Zukunft und nehmen das Hier und Jetzt nicht wirklich wahr. Digga, weißt du, wie ich meine? Und das ist eine Sache, die ich auch gelernt habe und die auch dazu geführt hat, dass ich ein leichteres, glücklicheres, entspannteres Leben führen kann, wenn ich mir das bewusst mache, so, dass ich immer in meinen Gedanken eigentlich gefangen bin und nie richtig den Moment wahrnehme. Und das zu trainieren und da wieder hinzukommen, das macht dich so frei, das ist crazy. Ja, es gibt nämlich nichts anderes. Das gesamte Leben entfaltet sich im jetzigen Moment. Aber leben wir wirklich im jetzigen Moment mit unserem Bewusstsein? Nein, die meiste Zeit lebt der Mensch, hier ist ein Hilfsmikrofon. Das ist der geilste. Vor allen Dingen, der ist auch international voll krass am Start, ne? Das ist auch krass. So, also viele wissen gar nicht, dass der Deutsche ist, dass der Deutscher ist, meine ich. Auch hier in Mexiko lerne ich regelmäßig Leute kennen, die gerade sein Buch lesen, so. Regelmäßig, sehr oft sogar. Das wäre auch nochmal ein Talkpartner, so, ne? Eckhart Tolle, Leon Lovelock, boah, Digga, das wäre mit Kurt Tepperwein, glaube ich, einer der heftigsten Typen, die man interviewen kann. Wir sprachen über den jetzigen Moment und natürlich, das Universum hat uns eine Demonstration des jetzigen Momentes gegeben, indem es die Zeit angehalten hat für eine Sekunde. Was bedeutet es also, sich bewusst werden des jetzigen Momentes? Das bedeutet, nicht mehr vollkommen gefangen zu sein in dem ständigen Fluss der Gedanken. Was nicht einfach ist, ja? Diesen Fluss nenne ich manchmal die Stimme im Kopf, die ständig etwas zu sagen hat. Immer, Digga, konstant. All the time. Und sich bewusst zu werden, dass die Stimme im Kopf, die ständig kommentiert und alles, immer irgendeine Beziehung zu den Dingen hat, die gerade geschehen, immer irgendetwas. Immer am Bewerten, immer am, oh nee, Digga, und das ist so, und der ist so, und das ist gerade passiert. Immer irgendwas zu melden, der Cousin im Kopf. Weißt du, wie ich meine? Ich stelle mir den bei Meditation auch, ich habe diese Analogie, also ich stelle mir das auch vor wie so ein Zug, der konstant durch deinen Kopf rast, so. Weißt du? Sehr oft in der Zukunft war... Und was muss ich mal ganz kurz sagen, wie ich auch Meditation zum ersten Mal dann so für mich visualisiert habe, ist auch einfach in den Zug nicht mehr einzusteigen. Verstehst du, wie ich meine? Also deine Gedanken sind quasi der Zug, der durch deinen Kopf durchrast, aber du steigst nicht mehr ein. Du guckst ihn einfach nur an und lässt ihn durchrasen. So. Das hat mir geholfen am Anfang auf jeden Fall.
manch auch oft in der Vergangenheit. Je älter man wird, desto mehr Zeit verbringt man in der Vergangenheit. Und wenn man noch jung ist, verbringt man viel mehr Zeit in der sogenannten Zukunft. Was bedeutet es also, sich bewusst zu werden des jetzigen Momentes? Es ist eine Art von Aufwachen, als ob man von einem Traum plötzlich aufwacht. Beobachtet euch mal selber, wenn ihr gerade in euren Gedanken seid und dann euch zurückholt in die Realität, also ins Hier und Jetzt. Das ist genauso, wie er beschreibt. Das ist wie ein Aufwachen aus einem Traum. Das ist wie so, dass ich mache das auch manchmal. Wenn ich merke, ey, Digga, du denkst schon wieder gerade die ganze Zeit irgendeine Scheiße so. Und dann fokussiere ich mich zum Beispiel auf einen Vogel oder auf einen Baum. Boom, auf einmal bin ich da. Das ist wie so ein Aufwachmoment. Und auf einmal ist deine ganze Umgebung anders. Digga, alles fühlt sich anders an. Alles ist anders. So. Und es ist halt wie Training. Am Anfang wirst du immer wieder ganz schnell abschweifen. Und du musst dich halt immer wieder ins Hier und Jetzt zurück und immer wieder eine Wiederholung, zwei Wiederholungen, 1000 Wiederholungen, 1 Million. Wenn du 10 Millionen oder 1 Milliarde Wiederholungen gemacht hast, fällt es dir immer einfacher auf jeden Fall. Und in dem Moment wird sich bewusst der Sinneswahrnehmungen um einen herum, was man sieht, hört, vielleicht auch andere Sinneswahrnehmungen. Und plötzlich untrennbar von dem Gegenwartsbewusstsein ist ein Stadium der Aufmerksamkeit. Da ist plötzlich eine Aufmerksamkeit da und nur mit dieser Aufmerksamkeit kann man sich des jetzigen Momentes bewusst werden. Ja. Diese Aufmerksamkeit, das ist, ja. Man könnte sagen, es ist das Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein nicht mehr vollkommen in Anspruch genommen wird von dem sonst ständigen Fluss der Gedanken. Es ist so powerful, wenn du einmal eine Kontrolle über dein eigenes Bewusstsein und deine Aufmerksamkeit und wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, so selber eine Kontrolle darüber bekommst, dann merkst du, wie mächtig wir als Menschen eigentlich sind, weißt du? Was wir alles tun können, so. Das habe ich ja schon mal beschrieben. War immer einer, der sich von Geräuschen extrem viel beeinflussen lassen hat, gerade wenn es ums Pennen geht, so. Weißt du? Und als ich dann einfach angefangen habe, meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf diese Geräusche zu lenken, sind die Geräusche leiser geworden und ich konnte pennen. Weißt du? Das ist eine Kleinigkeit, aber das kann schon sehr viel bewegen. Und das ist sehr interessant. Also, wenn ich spreche jetzt darüber und während ich darüber spreche, können wir es hier nachvollziehen. Wenn ich mir bewusst werde des jetzigen Momentes, verlangsamt sich die Tätigkeit und hört zum Teil zeitweise vollkommen auf, indem man sich vollkommen bewusst ist der Sinneswahrnehmungen, aber diese Sinneswahrnehmungen nicht mehr gedanklich benennt. Nicht mehr bewerten. Wichtig. Das ist mein Thema, Digga. Das ist mein Thema, Bro. Dieses Bewusstseinsthema, boah, das ist mein Ding. Glaub mir, ich werde irgendwann ein Buch darüber schreiben. Irgendwann werde ich auch so wie Eckhart Tolle oder Kurt Tepperwein und so nur noch da reingehen. Das ist das Endziel. Ich spüre das jetzt schon. Vielleicht die fundamentalste spirituelle Praxis ist dies, sich des gegenwärtigen Momentes bewusst zu werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Sinneswahrnehmungen, hier und jetzt, hier ist es der Raum, die Gesamtheit dieses Raumes, was man hört, was man sieht. Man schenkt diesen Dingen seine volle Aufmerksamkeit. Das ist der geilste, guck mal. Und manchmal... Diese Menschen, du merkst auch richtig, so diese Leute, die so wirklich das verstanden haben und da richtig drin sind, die kommen manchmal rüber wie Kinder. Kurt Tepperwein, wenn ich mit ihm geredet habe,
Das ist wie ein Kind. Ich bin auch so einer, der, umso bewusster er wird, umso mehr sieht man das Kind in meinen Augen, so, weißt du, und auch bei Eckart so. Das ist dieser Kontakt mit dem Bewusstsein. Die Kinder haben ja dieses Bewusstsein noch extrem am Start, bis es dann abtrainiert wird mit Schule und von den Eltern und von diesen ganzen Konditionierungen, die wir in der heutigen Welt haben, so. Aber umso mehr du wieder zurückkommst zu deinem Bewusstsein, umso mehr hast du wieder auch Verbindung zu deinem inneren Kind und lebst wieder wie ein echter Mensch, so. Im Sein, im Hier und Jetzt, erforschst Dinge, guckst Dinge an und bist wieder wissbegierig und, weißt du, movest dann wie ein Kind wieder. Merkt man, dass die Dinge um sehr viel lebendiger sind, als man es vorher wahrnehmen konnte. Ja. Man sieht plötzlich die Präsenz aller Dinge, vor allem natürlich, wenn etwas lebt wie eine Pflanze, aber auch selbst sogenannte Gegenstände. Man plötzlich sieht man sie viel klarer. Man spricht viel langsamer, weil man innerlich ja auch gelassener und in seiner Mitte ist. Also meistens jedenfalls, hundertprozentig, Miriam, hundertprozentig. Ist auch, die meisten Leute, es gibt jetzt auch viele Leute, die gerade abschalten, weil es halt nicht so Entertainment ist. Der redet halt auch sehr langsam und so, aber die Sachen, die er sagt, sind halt wild. Manchmal ist es für viele Leute mit TikTok-Brain auf jeden Fall schwierig, so jemandem zu folgen. Selbst wenn es nur 10 Minuten sind, ist dann zu langweilig für die Leute, weißt du? Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, was du sagst, Miriam. Der ist halt so krass in seiner Mitte und so entspannt und versucht wirklich alles um sich herum wahrzunehmen und zu sein, dass er halt nicht so schnell reden kann, wie ich jetzt immer noch zum Beispiel auch. Weil ich bin einer, ich laber schnell zum Beispiel. Aber ich habe auch schon ein bisschen Tempo rausgenommen, umso mehr ich bewusst geworden bin. Und das ist das Wunderbare. Das ist, man wacht auf aus einer Art Hypnose des ständigen Gefangenseins im Fluss der Gedanken, die nie aufhören. Und ein großes. Ich habe das selbst hier gerade, wenn ich. Jeder hat das, weißt du, das musst du mal anfangen, bewusst wahrzunehmen. Ich habe das selbst hier, wenn ich gerade das Video gucke. So, ich gucke das Video und ich merke, eben war ich ganz kurz bei meinen Gedanken. Ey, ich muss danach noch einkaufen gehen. Dann musst du wieder zurückkommen. Ist wie eine Wiederholung, ist wie ein Bizeps-Curl, Digga. Und zurück. Teil von den gedanklichen Kommentaren, mit denen fast jeder Mensch lebt. Jede Stunde, jede Minute. Stell dir mal vor, du kannst das abstellen. Stellt euch mal vor, ihr könnt ein Leben leben, ohne das die ganze Zeit. Ohne dass die Stimme in eurem Kopf euch die ganze Zeit zulabert, so wie euer Leben sich dann verändern würde. Fast jede Sekunde des Lebens. Ein großer Teil davon ist nicht nur unnötig, sondern auch, man kann sagen, negativ und produziert sehr viel ein Gefühl, in sehr vielen Fällen ein Gefühl des Unglücklichseins. Darüber werden wir noch mehr sprechen, glaube ich. Also, wir treten, plötzlich entsteht eine Aufmerksamkeit, die vorher nicht da war, während man vollkommen identifiziert war mit seinen Gedanken, lebte man in einer. Das muss euch auch auffallen, weil sie reden, das ist halt alle Leute, die das irgendwann verstanden haben, reden halt auch genau über die gleichen Sachen. Daran merkst du, das ist die Wahrheit. So, ganz klar. Jeder Mensch, der in diese Thematik reingegangen ist, in diese Bewusstseinsthematik und versucht hat zu verstehen, wie wir aufgebaut sind und wie wir funktionieren, kommt zum selben Entschluss. Art von Hypnose. Und wenn ich es mal. Und jeder sagt es halt mit seinen eigenen Worten. Schauspielerisch darstellen, meine schauspielerischen Fähigkeiten sind nicht sehr wunderbar, aber ich versuche es trotzdem. Wenn ich es schauspielerisch darstellen würde, das Gefangensein in dem ständigen, ununterbrochenen Fluss der Gedanken ist eine Art von Traumzustand oder Hypnose. Man ist also wirklich nicht hier oder nur ganz am Rande sich bewusst, seiner Umgebung. Genug, damit man nicht stolpert oder mit irgendetwas zusammen. Was ich auch mache, ist, wenn ich zum Beispiel draußen unterwegs bin, ich connecte voll viel mit Menschen so. Ich gucke in die Augen, gerade mit Kindern so. Ich connecte mit den Kids immer.
die connecten auch immer mit mir. Immer. Wenn ich im Laden bin und da ist ein Kind im Einkaufswagen und so, die gucken mich an, die winken auch und lachen und dies, das, bla bla bla. Das ist eine für mich auch, ich beobachte fast jedes Kind, was ich sehe und guck denen in die Augen und lach und dies, das, bla bla bla. Das holt mich voll ins Jetzt. Kinder, Tiere, Natur, diese ganzen Sachen so. Stößt, aber nicht mehr als das. Plötzlich entsteht eine Aufmerksamkeit und die... Und die Eltern sind meistens voll in ihrem Mut gerade und machen gerade irgendwas crazy. Die checken das gar nicht so. Ich connecte mit denen. Letztens im Auto auch, da sah so ein Kind auf dem Schoß von seiner Mom und ich bin hinten dran mit Scooter gefahren und der hat von hinten aus der Scheibe rausgeguckt, so. Die ganze Zeit mit dem connected, gelacht, Digga, von rechts nach links und so, das war lustig. Es ist wie ein Aufwachen. Und das Gefangensein in Gedanken sieht ungefähr so aus. Zombies. Und selbst wenn ich etwas sehe oder höre, ich in Wirklichkeit sehe oder höre ich es nicht so, wie es ist. Es geht, ich sehe oder höre es oder nehme es wahr durch das Filter meiner Gedanken. Boom. Und es wird... Jeder von euch kennt das, ich schwör's dir. ...in den meisten Fällen verzerrt durch das Filter meiner Gedanken. Ich habe sofort eine Interpretation und die Interpretation ist konditioniert. Durch vergangene Erlebnisse. Von meinem Verstand, der konditioniert ist von der Vergangenheit. Facts. Und es, die gleiche Situation kann von verschiedenen Menschen vollkommen verschieden interpretiert werden. Genau das bedeutet, wenn ich sage, auch jeder lebt in seiner eigenen Welt. Man, also der Mensch, der noch nicht aufgewacht ist, der noch... Ja, und umso mehr du bewusst wirst, umso mehr du, das habe ich auch mit Justine letztens gequatscht, so, umso mehr du dem Bewusstsein näher kommst, umso ähnlicher wird die Welt, die du siehst, zu den Leuten, die dem Bewusstsein auch näher kommen. Und wenn du wirklich schaffst, komplett da zu sein, dann ist alles, dann sehen wir die Welt gleich. Die in sich erfahren hat, dass es möglich ist, einen Raum zu erkennen zwischen sich und seinen Gedanken, dieser Mensch ist vollkommen... In spirituellem Sinne sagt man unbewusst. Dieser Mensch lebt unbewusst. Unbewusst im geistigen oder spirituellen Sprachgebrauch bedeutet nicht ohnmächtig zu sein, das ist im herkömmlichen Sprachgebrauch, aber im spirituellen Sprachgebrauch bedeutet unbewusst vollkommen identifiziert zu sein mit dem Fluss der Gedanken. Es ist doch wie Ohnmacht. Starkes Ding, Alter. Geiler Reminder auf jeden Fall. Ich liebe das, weil das mich an die Wahrheit erinnert, Digga. Und ja, wenn ich mir sowas angucke und dem Eckhart Tolle zum Beispiel zuhöre, dann merke ich auch selber, wie viele Dinge ich auch schon verstanden habe. Und es erinnert mich auch immer wieder an diese Sachen und das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace out. So, Love Gang it out, man, Alter. Give me the Love Gangy vibes, bro.